Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. Wir haben das letzte Mal unser wunderschönes Autochen wieder bekommen und wir müssen jetzt Joe suchen, der ist nämlich verschwunden und wir haben keine Ahnung, wo der ist. Deswegen schauen wir jetzt bei Eddie nach, ob der vielleicht weiß, wo Joe ist. Ich habe, glaube ich, mein Headset gerade eben ein bisschen zu laut gedreht. So. Wir haben jetzt das beste Auto auf der ganzen Welt. Ich musste gerade nochmal alles spielen mit Lackieren, blabliblub und so. Und ach, wir parken heute direkt vor der Haustür. So sieht es nämlich aus. Aber wenn schon, dann parken wir richtig. So, perfekt. Ja, mehr oder weniger, ne? So, dann auf rein mit dir, Vito. Ich finde diesen Anzug hier, Dingensbums hier, das, was wir anhaben, finde ich eigentlich richtig schick. Schauen wir mal, was Eddie sagt. Vito, gut, dass du hier bist. Du hast gehört, was passiert ist? Nein, was ist los? Henry ist tot. Was? Die scheiß Chinesen haben ihn am helllichten Tag in Stücke gehackt. Wieso? Und du bist also völlig ahnungslos. Henry wollte mich an einem Geschäft beteiligen, aber ich wollte nicht. Was ist passiert? Nun, Henry ist, naja, war dumm. Er machte Drogengeschäfte mit den Tonks. Er wusste, dass das nicht okay ist und wurde erwischt. Carlo gab ihm einen kleinen Denkzettel und sagte, damit wäre es erledigt. Aber die Schlitzaugen haben Henry gelinkt und ihm mitten im Park die Lichter ausgeblasen. Scheiße. Man sollte keine Geschäfte mit Reisfressern machen. Das ist noch nicht alles. Das war kein Alleingang von Henry. Gestern haben irgendwelche Typen einen Haufen Schlitzaugen in Chinatown massakriert. Die denken jetzt, wir oder Vinci stecken dahinter. Das waren wir. Vinci wird bereits von ihnen bedroht. Wenn das nicht schleunigst geklärt wird, stecken wir voll in der Scheiße. Bist du sicher, dass du nichts darüber weißt? Überhaupt nichts, ich schwör's dir. Ja? Was ist mit Joe? Wir waren die letzten Tage dauernd zusammen. Dann habt ihr ja Glück. Carlo ist gerade nicht in der Stadt, aber wenn er zurückkommt, wird's wohl unangenehm. Kein Wunder. Ich hoffe, du verarschst mich nicht, Vito. Tja, aber wo ist Joe? Ich versuch's mal bei Giuseppe. Der kriegt so einiges mit. Alles klar. Mensch, jetzt suchen wir die ganze Stadt ab nach dem Typ, ne? So. Ah! So, wir sollten gut fahren können mit dem Auto. Wir haben das ja voll getuned. Also es ist schnell, wendig und alles und... perfekt einfach nur. Nicht nur wegen der Farbe, ne? Auch dass die inneren Werte des Autos sind geil. Ich meine, hört es euch an. Ups, wir müssen hier lang. Man sollte natürlich auch auf die Straße achten beim Erzählen. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so lange, bis wir schon beim Ende sind vom Spiel. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich wusste nicht mal mehr, wie viele Kapitel das Spiel hat. Aber mit Sicherheit sind wir schon sehr weit und sehr bald am Ende. Also viele Parts wird es nicht mehr geben. Aber danach kommt ein recht ähnliches Spiel, was ich schon mal angefangen hatte, dann aber nicht weitermachen konnte oder wollte, weil es auf meinem PC nicht so gut lief. Hä? Wo muss ich denn hin? Ach, hier, genau. Ach, ich erinnere mich, hier waren wir ganz am Anfang mal, als wir unsere Dietriche bekommen haben und unsere Papiere, dass wir hier nicht mehr zurück in den Krieg müssen. Da waren wir hier. Hey, Giuseppe, ich suche Joe Barbaro. War er hier? Hallo, Vito. Ja, Joe war vorhin da. Also, ich suche ihn schon den ganzen Tag. Wo ist er hin? Hat er nicht gesagt, aber das konnte er auch nicht wissen. Wie bitte? Naja, er war auf der Suche nach Arbeit, aber bevor wir unser Gespräch beenden konnten, haben ihn ein paar Männer mitgenommen. Was? Wer? Vincis Männer. Sie haben gesagt, Mr. Vinci will mit ihm reden. Oh. Wo sind die hingefahren? Weiß er nicht. Vielleicht in ihre Bar, das Mona Lisa. Scheiße! Stimmte was er nicht? Naja, sagen wir mal so, wir stehen momentan nicht gerade auf bestem Fuß mit Mr. Vinci. Ja, Joe sah nicht glücklich aus. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich muss rausfinden, was da los ist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Viel Glück, Vito. Danke. Fuck, nachher sind die dahinter gekommen. Grazie bene, Vito. Ja, tschüss. Oh mein, können wir noch mal gerade gucken, ob da vielleicht ein hübsches Heftchen rumflattert. Vito, es ging übrigens rivederti. Um Watch Dogs, für die es jetzt nicht direkt verstanden.
Hier ist ja gut. Können wir nochmal hier hochgehen? Vielleicht liegt da oben noch was. Nee. Wahrscheinlich lohnt sich das jetzt überhaupt nicht, hier hochzugehen. Und ich verplempere nur meine Zeit. Na, natürlich, war ja klar. Ja, ich will Watch Dogs weitermachen. Denn so wie es aussieht, sollte das hier auf diesem PC locker laufen. Und ja, dann wird es Watch Dogs weitergeben. Wenn ihr das sehen wollt, natürlich könnt ihr mir mal schreiben. Wenn ihr es gar nicht sehen wollt, dann überlege ich mir das vielleicht nochmal. Dann spiele ich es einfach so für mich weiter. Oh, okay. Dann fahren wir hier lang. Wo fahren wir denn jetzt hin? Finde Joe und rette ihn. Okay. Vielleicht ist das ja schon unsere letzte Mission. Ich weiß es nicht. Uiuiuiui. Einfach nur hupen und weiterfahren bringt auch nichts. Da muss man schon langsamer machen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt ganz schnell dahin, damit Joe nichts passiert. Jetzt werden wir vom Polizeiauto schon angehupt. Aber wir haben es ja auch eilig, ne? Ich hupe jetzt auch alle an. Können mir gar nichts mit meinem grünen Auto. Wobei, das rutscht ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Was macht er denn? Wow! Ich glaube, ich muss mal langsam meinen PC neu starten. Ich glaube, der läuft jetzt schon 2 Tage. Das ist eigentlich gar nicht mal so gut, wenn ich den so lange laufen lasse. Aber ich hab die ganze Zeit was gerendert. Und dann habe ich noch ein Spiel runtergeladen über Nacht. Und dann habe ich ihn halt einfach angelassen. Und ich habe ihn nicht neu gestartet, weil immer irgendwas war. Deswegen ist nicht... Alter, mein Auto rutscht gerade so. Das ist doch nicht normal, oder? Bin ich einfach gerade so doof, das zu fahren. John, rette ihn. Okay, parken wir mal ein bisschen schief. Das macht ja nichts. Fahr mich bitte nicht um. So, Uhr habe ich im Blick. Ich werde nach der Folge einfach mal den PC neu starten. Keine Bewegung, wenn du am Leben bleiben willst. Tag, Leute. Unglaublich, der Kerl traut sich was. Hocherfreut. Flossen schön ruhig halten. Hey, tu, was der freundliche Barmann sagt und lass den Scheiß, Vito. Also, dann leg erstmal schön langsam deine Knarren auf den Boden. Und keine Fisimatenten. Der gute Barmann hat den nervösesten Zeigefinger weit und breit. Bin unbewaffnet. Okay, und was führt dich hierher, Vito? Wir hatten dich gar nicht erwartet. Ich suche Joe Barbaro. Eure Leute sollen ihn mitgenommen haben. Schon möglich. Was soll der Blödsinn? Joe und ich haben euch nichts getan. Mr. Vinci ist da wohl anderer Meinung. Und deshalb hat er die ein oder andere Frage. Und Joe beantwortet sie ihm gerade. Und wo du schon mal da bist, kannst du ihm Gesellschaft leisten. Und wenn ich nicht scharf drauf bin? Dann muss ich eben nachhelfen. Außerdem, die Aussicht da oben ist toll. Oh, oh. Ich habe das Gefühl, uns erwartet nichts Gutes. Was geht hier vor, Joe? Ach, du Heilige. Die Arschlöcher sind nur kurz pissen. Toll. Aber kannst du mir erklären, was die Scheiße hier soll? Vinci, der alte Furz, kapiert nicht, was vor seiner Nase abläuft. Und meint, ich könnte es ihm erklären. Idiot. Ah, das glückliche Paar traut vereint. Willkommen, Vito. Was ist hier los? Warum tun sie uns das an? Warum? Warum? Erst die Kacke mit Leo. Dann bricht in der Stadt die verdammte Hölle los. Die Schlitzaugen laufen Amok. Alle fallen wie die Irren übereinander her. Und jetzt kündigen diese gelben Ärsche an, mich umzubringen. Es geht runter und drüber, verflucht. Ich bin zu alt für diesen Mist. Also erzählt ihr mir jetzt, was für eine Scheiße hier abgeht. Na los, ich bin ganz Ohr. Mr. Vinci... Ich weiß es beim besten Willen nicht. Glauben Sie mir. Joe und ich haben nichts damit zu tun. Genau das wollte ich nicht hören. Tja, das ist Ihr Problem. Denn wir sind wirklich völlig ahnungslos. Was für ein Jammer. Das macht dem bestimmt Spaß. Einen wehrlosen Typen eine reinhauen. Wir müssen was unternehmen. Gut. Vielleicht gibt das Rohr nach. Komm, hilf mir, allein schaffe ich's nicht. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nochmal. 1, 2, 3. Oh shit.
Und weg sind wir. Gut. Den haben wir überwältigt. Dreckiges Arschlich! Komm her, Wichser! Das ist so eine Waffe. Nimm dir die Waffe. Nimm dir die Waffe. Nimm dir die Waffe. Nimm dir die Waffe und lade nach. Nee, musst du gar nicht. Joe, geh aus dem Weg. Ich versuche hier munitionssparend vorzugehen, denn ich weiß nicht genau, wie das hier jetzt aussieht. Oh shit. Natürlich bewegt er sich in dem Moment. Aber ich versuche natürlich mit Headshots alles zu erledigen. Weil hier sieht es gar nicht so schlecht aus. Die haben ja auch alle Knarren. Aber, ne? Wir wollen ja auch nicht unbedingt sterben. Hier einfach so. Was ist denn das hier für ein komisches Gebäude? Hatte der da drüben hier auch eine? Oder hatte der vielleicht was anderes? Ne, der hatte auch nur den Revolver. Den haben wir ja jetzt schon. Den brauchen wir nicht nochmal. So, wir müssen gucken. Irgendwo muss es doch hier nach unten gehen. Ich weiß es natürlich nicht mehr. Den Scheinwerfer? Was ist denn das hier? Hä? Wo muss man denn jetzt lang? Ach da. Och, ich bin ja auch doof. Hier ist ja die Treppe. Ich depp. Können wir nach oben? Was ist denn oben? Eigentlich müssen wir wahrscheinlich nach unten. Ne? Vielleicht liegt hier ein schönes, wunderbares Heftchen, was wir unbedingt sehen möchten, natürlich. Kann er nicht rennen? Er kann nicht rennen. Das ist natürlich das Erste, was man macht, wenn man hier irgendwo festgehalten wird. Man schaut, ob man irgendwo ein Schmuddelheftchen entdeckt. Und dann flüchtet man erst. Vorher nicht. Nee. So, rüber da. Und dann nach unten. So, dann können wir jetzt uns weiter... Ah! Hänge schon an der Ecke fest. Muss ich alle? Sehr hoch! Wo bist du? So, boah, den ersten habe ich aber ziemlich weggefetzt. Scheiß drauf. Ich bin weg. Sag mal. Der rennt weg? Natürlich, der alarmiert seine Leute. Schnappt er die Waffe? Nicht schnappt er die Waffe, schnappt er die Munition. Die Waffe haben wir ja schon. So, ich gebe dir Deckung. Los jetzt. Kannst du mal zielen? So. Nimm das, du Arschloch. Oh. Nein. So. Wie ihr seht, ich gebe wirklich mein Bestes, dass wir hier Munition sparen, obwohl ich habe das Gefühl, dass es gar nicht nötig ist. Kommt der von hinten angelaufen? Ich glaube es auch. Und dass wir nie irgendwie ohne Munition sind, das wäre nämlich extrem scheiße. Au. Fuck. Da habe ich gar nicht gesehen, dass da zwei sind. So, der erste weg. Und der zweite weg. Mit Headshots ist das Ganze doch relativ einfach und mit dem Revolver geht auch alles sehr gut. So, der ist auch einer weg. Und da ist noch einer, der hüpft da wie ein Reh rum. Ups, nein, das war nichts. Aber so ist das was. Und einer noch, einen haben wir da noch. Ah, ich sehe ihn. Den kann ich von hier kaum treffen, na toll. Komm raus. So, das sind mehr oder weniger Headshots, ja, ich weiß, ich bin nicht die beste Shooterin, wie auch immer, Shooter-Spielerin. Ist aber ja auch vollkommen egal. Hä, was ist das denn hier jetzt schon wieder? Hier sind so viele Räume, das verwirrt mich. Ich denke, als hier liegen irgendwo Schmuddelheftchen, dann würde ich danach suchen. Natürlich nur, damit wir alle haben. Ja, mach mal. Oh, gespeichert, das ist gut. Da müssen wir nicht alles nochmal machen. Wo zum Teufel bist du hin? Oh, der hat mich gerade mega erschrocken. Ach du Scheiße.
Da hat mein Herz gerade aber auch geklopft. Ich habe jetzt schon gedacht, hier, wir sind hier sicher oder so, mehr oder weniger. Okay, noch ein Revolver. Und eine Pistole. Die hat aber 7 Schuss, das weiß ich doch. Und der Revolver, mit dem wir hier gerade schon alles... Oh, shit. Die stehen hier halt... Ich weiß nicht, wie ich mich dagegen am besten wehren soll. Oder am besten um die Ecke gucken soll. Hier so bei der Treppe, das ist gar nicht so... Gar nicht so easy peasy. Hier steht keiner. Ich habe jetzt schon voll Schiss, weil ich mich jetzt jedes Mal so erschrecke. Wie gefällt dir das? Ach du Scheiße, mit einer Shotgun. Was? Angst? Los, nein, nein. Okay. Es brennt ein bisschen. Vito, komm her. Hier sollte es rausgehen. Ja, klasse. Klasse. Scheiße, nachladen, nachladen, nachladen. Nein, du musst da... So, den haben wir auch. Puh. Das wird wieder ein längerer Part, glaube ich. Hä, ist da irgendwie da hinten? Ich geb dir Deckung. Schon beim Nachladen, der Kerl. Weg mit dir. Hallo? Oh shit. Ich möchte auch eine Tommy Gun, aber die liegen alle da vorne. So. Ein Stück weiter vor. Irgendwo um die Ecke hier muss noch einer sein. Da ist der. Da liegen Sachen. Mann. Ah, um die Ecke ist der. Ach, schon wieder am Nachladen. Da wechseln wir doch mal lieber gerade die Pistole. Oh, die ist auch geil. Die finde ich gut. Ah, schade. Die hat ganz schön Rückstoß. Hab ich ihn tot gemacht? Ist er tot oder kommt der nochmal wieder? Ne, da ist er noch. Der ist da noch. So, scheiß drauf. Schrotflinte aufheben, Grease Gun aufheben. Tommy Gun ist ja mein persönlicher Favorit. Oh, die hat nicht so viel Schuss. Könntest du... Also... Das ist aber eine ganz andere Tommy Gun, als die wir sonst immer hatten. Hier ist da noch einer. Da ist er! Rennt einfach durch und ballert wie wild um sich. Was ist das denn? Ja, viel besser. Die ist doch viel besser. Die alte Tommy Gun. M1 Grand. Ein Gewehr also. Okay, Gewehre brauchen wir nicht. Zumindest momentan möchte ich nicht unbedingt. Boah, es ist scheiß Scheinwerfer, voll hell. Ich habe das Gefühl, hier ist eine Sackgasse. Oh, Granaten. Kann man auch gebrauchen. Treppenhaus. Steckt sich da wer? Vielleicht ein Schmuddelheftchen? Nein. Mann, die hätten hier so viele. Was muss ich nochmal drücken zum Schleichen? C, oder? So, C. Oh, jetzt geht hier die Mucke los.
Jetzt geht hier die Mucke los. Das heißt, da sind einige. Da war doch noch einer. Da habe ich doch noch einen gesehen. Der ist tot. Gehen wir noch mal sicher. Da ist niemand. Sollte ich vielleicht hier zu Joe nach vorne? Da unten ist wer. Ja, der hat sich aber nicht sehr gut versteckt. Da sind noch welche. Scheiße, was ist los mit dir? Nimm das Wein in die Mangel. So, wir warten einfach, bis sich einer nach dem anderen zeigt. Ja, hier ist irgendwo hier links ist einer, aber den habe ich noch nicht sehen können. Oh, da kommen welche die Treppe hoch. Achtung, Joe! Okay, den habe ich wohl getötet. Ich habe den immer noch nicht gesehen. Wo ist denn... Ah! Joe, du könntest auch mal reagieren. Da schießt schließlich jemand. Hä, wo ist denn der? Was haben wir hier noch? MP. Bla, bla, bla. So, da war noch einer. Da hinten irgendwo müsste noch wer sich versteckeln. Ich weiß nicht, wie ich den irgendwie rauslocken oder raustriggern kann. Ob's überhaupt, was ist denn hier schon wieder? Offensichtlich kann ich das. Da oben ist der. Aha. Verlasse das Gebäude mit... Ja, oh, das ist doch schön. Das ist gut. Das gefällt mir. Beweg deinen Arsch hier rüber, Vito. Sofort. Ich suche noch Schmuddelheftchen. Ich habe das Gefühl, hier sind aber nirgendwo welche. Einfach wirklich nirgendwo in diesem Gebäude. Das heißt, hieß auch am Anfang, schaut euch in Gebäuden um. Da findet ihr dieses Zeugs. Können wir noch ein bisschen Munition einsacken. Weiß nicht, ob wir die brauchen, aber kann ja nicht schaden. Hieß ja voll das krasse System noch. Hier noch eine Toilette. Und hier haben sie nichts versteckt. Ich glaub's auch. Warum nicht? Wo bin ich denn jetzt hingelangt? Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Und hat das irgendeinen Sinn? Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Schade. Munition verschwindet. Warum geht das denn hier noch so weit weiter? Und dann ist hier gar nichts. Ja, Gemeinheit. So eine Frechheit. Könnt ihr doch nicht einmal machen. Da liegt nur was. Können wir nicht nehmen. Es tut mir leid, dass ich mich jetzt hier so umgucke und voll die Zeit verschwende. Und wir könnten eigentlich schon längst rausgehen, aber... Oh, geil. Munition hierfür. So, dann gehen wir jetzt mal nach draußen. Vito, die haben mich fertig gemacht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Okay, ich bring dich zu El Greco. Bring Joe zu El Greco. Ja, guck mal, warte. Raus da, verdammt! Hallo? Hey, raus mit dir! Gemeinheit fährt er einfach weiter. Schnell. Nachher erzählt er der Polizei noch von dem Wagendiebstahl und dann fährt die hier gerade vorbei. Scheiße. Ach so. Mal kurz mal hier. Ich so. Glaube, sie haben mir die Rippen gebrochen. Nur Scheiße, Joe. Rico flickt dich wieder zusammen. Ja. Hey, da haben wir ihm aber ganz schön aus der Scheiße geholfen. Verdammt. Mal wieder. Jeder Atemzug ist wie ein Messerstich in die Brust. Sei ruhig. Je mehr du jammerst, desto schlimmer wird es. Hör mal, Vito. Danke. Dass du gekommen bist und dein Leben für mich riskiert hast. Hey, wir stecken da gemeinsam drin, wie immer. Jetzt halt still, bevor du mir die ganze Hose voll blutest. Dann steche ich dich nämlich wirklich ab. Genau der richtige Zeitpunkt.
um einer verdammten Komiker zu machen. So, jetzt haben sie zu Ende gelabert. Jetzt kann ich mit meinem Gelaber anfangen. Und zwar wollte ich die Folge beenden und das hier in der nächsten Folge dann machen. Denn wir haben heute wieder einiges geschafft, viel rumgeballert, viel getötet, viel auf einen auf Mafiosi gemacht, aber auch zu unserem besten Freund Joe gestanden, der uns ja auch schon auf die Scheiße gehauen hat. Also bis dahin sage ich erstmal, ciao Leute, bis dann.